Sehr gut. Sehr gut. Dann muss ich den Take ja dann. Also Markus Heitz, du gehörst zu den bekannteren Autoren, was fantastisches Literaturgut angeht. War das für dich ein schwerer Weg, dahin zu kommen? War das für dich klar, dass du da irgendwann mal sein wollen würdest? Oder wolltest du einfach nur schreiben? Natürlich, jeder, der schreibt, wird auch gern eines Tages verlegt werden. Aber ich habe mit 14 angefangen, Kurzgeschichten, und seitdem habe ich nicht mehr aufgehört. Nur, dass die Geschichten eben länger wurden, also aus Kurzgeschichten wurden Romane. Aber der Hauptansatz war für mich immer Geschichten erzählen. Und in erster Linie entstanden die ersten Stories nur für mich. Hat auch sonst keiner gelesen. Die ersten Geschichten kennt auch niemand bis heute. Die Geschichten danach, die schon. Das waren Rollenspielgeschichten von früher, dass man natürlich die Abenteuer, die die Gruppe erlebt hat, dann als Kurzgeschichten schreibt. Aber dass ich eines Tages dann hier stehe, und das ist jetzt meine 16. Messe, das ist schon, das hätte ich so nicht gedacht. Was bedeutet denn die Frankfurter Buchmesse für dich? Ist das die größte Buchmesse weltweit? Ist das für dich was Besonderes? Ist es Pflichttermin? Ist es trotzdem was, was du gerne machst? Oder ist es eine Mischung aus allem? Das ist tatsächlich so eine Mischung aus allem. Es ist spannend, weil man kriegt immer wieder neue Impulse. Es gibt immer neue Veranstaltungen. Man trifft immer wieder neue Leser. Oftmals auch bekannte Leute, die man auf der Messe vorher und die Messe vorher, die sich auch nur auf die Messe freuen. Aber ich gehe auf beide Buchmessen sehr gerne. Leipziger Buchmesse ist nochmal ein ganz anderes Flair. Das beginnt bei der Stadt. Beginnt bei der Organisation der Messe. Und das hier ist natürlich auch ein wichtiger Teil. Okay. Die Kamera schwankt, ne? Das ist ab und zu wackelt die. Die Kamera wackelt, weil hier Leute vorbei sind. Okay, also nicht, wenn du es aufmachst. Gut. Kann ich leider nicht ändern. Die nächste Frage ist eine ganz blöde und eine ganz klassische, aber viele interessiert. Woher kommen deine Inspirationen? Wo holst du die dir? Wie kommen die im Schlaf, auf der Toilette, unter der Dusche? Ja, Mara, der Klassiker. Die Frage ist so schwer zu beantworten, weil tatsächlich ist Kreativität und Ideen sind unberechenbar. Die könnte ich überall anspringen, egal wo du bist, unter der Dusche inklusive, auf dem Spaziergang, auf einer Buchmesse, im Gespräch theoretisch. Könnte mir jetzt irgendwas, vielleicht eine Idee mit Kameras kommen oder so, oder mit hässlichem Licht. Nein, das muss so sein. Ideen sind unberechenbar. Deshalb immer was zu schreiben dabei. Außerhalb dieser Kamera ist eine Tasche, in der ein kleines schwarzes Notizbuch ist. Davon gibt es 20, glaube ich. Da steht alles drin, was mir eingefallen ist, unabhängig vom Genre. Wirklich jede Idee, die ich habe, kommt da rein, damit ich safe bin. Dann kann ich es oben löschen, weiß, eines Tages blätter ich ja wieder durch, hey, die Idee, und dann mache ich was draus. Es kann passieren, dass ich einen Wirtschaftsartikel lese und bleibe an was hängen und meine kleinen Kreativrädchen fangen an zu drehen und überlegen, was könnte man draus machen? Was für ein cooler Ansatz ist das denn? Oder springen von dem, was ich gelesen habe, auf ein ganz anderes Thema. Grob zusammengefasst, keine Ahnung, wo die Ideen herkommen, aber es funktioniert. Was ist für dich das Faszinierende an fantastischer Literatur? Ist es eine Flucht aus der Realität, eine Flucht aus dem Alltag? Ist es einfach nur schön? Ja, der Klassiker, der sogenannte Realitätsflucht in erdachte Welten. Also jeder, der ein Hobby hat, ganz egal welches Hobby ist, ob Fußball, ob Kartenspielen oder sonst irgendwas, du bist für 2 Stunden in der anderen Welt. Die kicken dann 2 Stunden, die spielen 2 Stunden Karten, spielen Schach, was auch immer. Das ist auch Realitätsflucht. Nur weil wir Phantasten uns mit anderen Welten beschäftigen, heißt das immer, ja, ne, also ihr flüchtet dann vor der Realität. Das ist natürlich Unsinn. Wir machen es uns insofern sogar noch schwerer, wir denken uns neue Realitäten aus. Also in dem Moment, im Roman ist es in dem Fall dann real für die Charaktere. Und sich neue Welten zu erdenken, macht unglaublich viel Spaß. Das ist das alte Rollenspielgehen. Ich war früher Rollenspieler, 16 Jahre lang, quer durch alle Genres, alles, was es damals gab, Englisch, Deutsch. Und das macht einfach Spaß, sich neue Welten auszudenken. Und genau mit diesem Spaß, mit dieser Akribie, Sachen neu zu erfinden, wie andere Leute ihre Eisenbahn bauen und da noch ein Bäumchen hinstellen, wie der Kicker zum 100. Mal übt, die Flanke nach rechts zu schießen. Das ist alles eins. Jeder hat sein Hobby und wir gehen auf unterschiedliche Art und Weise in diesem Hobby auf. Bei mir ist es halt mehr als Hobby tatsächlich. Jetzt kommt direkt zur nächsten Frage. Fantasy oder Fantastik, auch Horror und so, ist ja immer noch ein leicht belächeltes Genre. Viele, die das lesen, fühlen sich so ein bisschen als, sie lesen Trivialliteratur und fühlen sich nicht ernst genommen. Was sagst du zu der Thematik? Findest du das auch? Glaubst du, dass sich das in eine andere Richtung entwickelt? Oder sind wir einfach alle Freaks?
Mir ist eingefallen gerade, dass ich die andere Frage gar nicht beantwortet habe. Die Frage war, was das spannend an Fantastik? um das noch aufzunehmen, der Vorteil an Fantastik ist, es ist alles möglich. Ich kann mir ausdenken, was ich will. Die einzige Limitierung ist meine Vorstellungskraft und später beim Umsetzen die Limitierung meiner Ausdrucksweise. Aber ansonsten ist in der Fantastik einfach alles möglich. Muss aber im Rahmen der gegebenen Möglichkeiten bleiben. Ob das Genre belächelt ist, glaube ich nicht, weil Hollywood beweist sehr genau als Beispiel, dass aus diesem Lächeln sehr wohl ganz viele Menschen werden, denen das Spaß macht, im Kino zu sitzen, solche Abenteuer mitzuerleben und, nicht immer, aber im besten Fall, später in die Buchhandlung rennen und sagen, ich habe jetzt den ersten Teil gesehen, gib mir die anderen Bände. Ich will nicht warten, bis die jetzt 4 Jahre für den nächsten Film brauchen, gib mir die anderen Bände. Das ist spannend. Klar gibt es immer noch Vorbehalte, die sind aber, glaube ich, entweder stark europäisch oder sogar spezifisch deutsch. Es gibt immer wieder den Klassiker, dass es in Amerika diese Unterscheidung zwischen Unterhaltungsliteratur und gehobener Literatur gar nicht gibt. Es gibt Bücher, über die kann man immer verschiedener Meinung sein, egal was es ist. Und das war's. Und das finde ich eine sehr gesunde Einstellung. Ja, ich glaube auch, das ist was Deutsches. Ne? Das eine ist gehoben und gut und Feuilleton und das andere nicht. Ich habe mich mit Bernhard Hennen mal unterhalten, ein Kollege von dir, und der hat sich fürchterlich darüber geärgert, dass Fantastik nicht ins Feuilleton kommt. Ärgert dich das auch oder sagst du, nee, da stehe ich drüber? Mich ärgert das überhaupt gar nicht. Da stehe ich völlig drüber. Ich bin meinen Fans furchtbar dankbar, weil genau aus dem Grund stehe ich heute hier und stehe Rede und Antwort und bin zum 16. Mal auf der Buchmesse und freue mich ganz tierisch drüber und wurde kein einziges Mal im Feuilleton besprochen. Und ehrlich gesagt, habe ich irgendwas verpasst dadurch? Sind meine Bücher dadurch besser oder schlechter geworden? Nein, meine Bücher sind genauso, wie sie entstanden sind. Wenn das Feuilleton eines Tages sich mehr in dieses Genre reinwagt, das müssen ja gar nicht meine Bücher sein, ist ja egal, sie können irgendwelche andere Kolleginnen und Kollegen nehmen, dann finde ich das spannend. Aber mich über sowas zu ärgern, ich kann es ja nicht ändern. Also ich versuche in meinem Leben, Dinge, die ich nicht ändern kann, entspannter anzugehen und sagen, ich finde andere Wege. Ich habe ja mal auf Facebook gefragt, ob die Follower, also der Fans, Fragen an Markus Heitz haben. Sie haben ein paar Fragen. Ich lese mal eine vor. Ja, ich bin gespannt. Nicht sagen, wann kommt der nächste Zwergeband? Okay, das wäre so eine Frage gewesen, die immer kommt. Aber egal. Hat tatsächlich nichts damit zu tun. Die Frage ist folgende. Speziell zu Halloween. Ich finde es ja wirklich ganz lustig. Wenn Sie, also du wirst gesiezt, wenn Sie für eine gewisse Zeit in die Haut eines Ihrer Geschöpfe schlüpfen könnten, wären Sie lieber ein Werwolf oder ein Vampir und warum? Ah, eine gute Frage. Ich bin ja mehr so der Ästhetik-Typ. Also nasse Hunde riechen ja schon spannend. Wenn ich mir vorstelle, wie so ein nasser Werwolf riecht, schwierig. Also ich glaube, ich wäre dann, auch wenn ich Werwölfe oder Wandelwesen, ich fasse es gern allgemeiner, Wandelwesen sehr spannend finde, Vampir, glaube ich, wäre gar nicht so schlecht. Bei Wandelwesen, wenn ich da die Wahl hätte, wenn es nicht unbedingt Werwolf sein müsste, also irgendwas anderes, dann müsste ich drüber nachdenken, was ich dann lieber wäre. Ich glaube, so ein Eisbär wäre halt cool. Passt auch so von der Statur her, mehr so. Außerdem haben die eine schwarze Haut. Ne? Also die Gruftis finden Eisbären an sich nach außen weiß, aber schwarz eigentlich. Das ist eine coole Kreatur. Oder so ein Werwal. Damit rechnet keiner. Du stehst im Aufzug, der Vollmond scheint, und bam, verwandelst du dich in einen Wal. So ein Blauwal im Aufzug ist bestimmt sehr witzig, aber egal. Das. Aber wie würde so ein Werwal infiziert werden? Durch andere Werwale? Das kann man dann ja spinnen, das wäre eine schöne Idee. Durch Walbisse oder durch, natürlich der Klassiker, irgendwelche Forschungssachen, die schief gehen. Man kennt das ja von Deep Blue Sea, wo die Haie dann auch ein bisschen anders drauf waren. Das geht mit so einem Wal auch. Ach, das ist der Film, wo Samuel L. Jackson einen Arm abgebissen bekommt oder so. Ne? Wir spoilern doch nicht. Entschuldigung. Aber die Szene fand ich übrigens sehr lustig. Also man wartet als Autor, wir schweifen kurz ab, aber das muss sein. Als Autor gucke ich natürlich Filme immer sehr viel kritischer, weil du kennst Plotpoints, hier gibt es eine Wendung und so weiter und so fort. Und bei Deep Blue Sea gab es so ein, zwei Momente, wo ich gesagt habe, kam überraschend und ist sehr unterhaltsam. Das war so einer davon. Okay. Meine Frage zu Vedora, das ist ein Buch, was ich auch gelesen und rezensiert habe, ein spannendes Buch. Du schreibst im Nachwort, ich warte jetzt mal ab, wie es so angenommen wird und dann gucke ich mal, wie es weitergeht. Gibt es da schon irgendeine Tendenz? Also wir können exklusiv, wann immer es ausgestrahlt wird, sagen, es wird einen zweiten Band geben. Ja, es wird einen zweiten Band geben. Der wird wieder ein bisschen anders sein.
wir haben da logischerweise jetzt schon die Welt aufgebaut und gezeigt. Das heißt, ja, es wird noch neue Sachen geben, aber wir können uns, was heißt wir, also seine Majestät nicht, also in dem Fall ich, ich kann mich dann viel mehr direkt auf neue Story, andere Story, vielleicht neue Charaktere, anderes Setting innerhalb von Vedora. Also geplottet ist es schon tatsächlich. Ich habe nur auf das Go gewartet. Und ja, es wird einen zweiten Band geben. Das lasse ich jetzt einfach mal so stehen, weil was soll ich auch dazu sagen? Es gibt viele Self-Publisher, viele kleine Autoren, die versuchen Fantasy, Fantastik, Horror und so zu schreiben. Man hat den Ahnung, dass da so richtig doch es rumort. Gibt es irgendwas, was du den Unbekannten raten wollen würdest oder ist es dir eher egal? Liest du sowas überhaupt oder ist dir sowas Wurst? Was ist mir egal und Wurst? Das würde mich jetzt interessieren. Ist es dir egal, was die jungen Self-Publisher ohne Verlag so machen? Oder? Tatsächlich lese ich selber weder Horror noch Science-Fiction noch Fantasy. Also ich wünsche jedem, der kreativ ist, einfach nur Glück. Ist so. Self-Publishing kann funktionieren, um bekannt zu werden, aber es gewinnen auch Leute im Lotto. Ja? Es gibt eine Wahrscheinlichkeit, je nachdem, was du spielst, ist es 1 zu 90 Millionen oder 1 zu 142 Millionen. Und klar gibt es immer wieder Berichte über der Self-Publisher, die Self-Publisherin mit so und so vielen verkauften Exemplaren. Aber wie viele sind das denn? Ja, das ist bei uns Verlagsautoren aber genau das gleiche Spiel. Natürlich gibt es ganz viele Autorinnen und Autoren, ganz viele Leute, die schreiben. Aber wie viele haben das Glück, und ich weiß, dass ich sehr viel Glück hatte damals, zur richtigen Zeit am richtigen Ort zu sein, eine Thematik zu finden, die ganz vielen Leuten gefällt und immer noch im Geschäft zu sein. Also treue Fans zu haben, was das Beste, was da passieren kann. Und die wirklich auch gespannt sind und dir Feedback geben und dabei bleiben. Und das ist wichtig. Die wichtigste Regel beim Schreiben ist Schreiben. Machen. Und das ist so. Auch was ich immer wieder kriege ist, ich habe eine Idee für einen Roman, habe jetzt zu viele Seiten geschrieben, jetzt habe ich keine Lust mehr. Und da bin ich schon raus. Ich habe damals angefangen zu schreiben, weil ich schreiben wollte, weil ich Geschichten erzählen wollte. Und es dauert scheiß lang, bis du mit sowas fertig bist. Ich habe jetzt, der neue Roman habe ich gerade überarbeitet, zum vierten Mal, eine vierte Überarbeitung. Und wieder haben sich Dinge geändert. Ich verbringe Stunden, Tage, Wochen, Monate mit einem Buch, mit einem Buch. Und das muss man wissen, es ist Arbeit. Es ist Arbeit, die aber mir alles gibt und unglaublich viel Spaß macht. Ich glaube, ganz kurz, wichtig ist aber, rauszufinden, will ich das machen und kann ich nicht anders? Und das sind genau die Fragen, die sich jeder stellen muss, der schreiben will. Ich glaube, das ist ganz wichtig, immer zu sagen, weil viele denken, genauso wie beim Filme machen, das ist der coolste Job, den es gibt und so. Es ist harte Arbeit und es gibt auch sicherlich auch manchmal Momente, wo es stockt. Oder also wenn man nicht nach Wochenstunde fragen würde, sind es 80 plus tatsächlich, inklusive Samstag, Sonntag. Ich arbeite immer, der kreative Prozess läuft auch immer. Nach dem Projekt ist vor dem nächsten Projekt. Ich arbeite immer an irgendwas, weil ich nicht anders kann. Ist wahrscheinlich diese Form von Manie, was weiß ich. Aber es macht mir halt tierisch Spaß und es gibt mir unglaublich viel. Die Frage war... Tada! Ja, harte Arbeit ist das. Genau. Klar ist es harte Arbeit, aber ich will keine andere Arbeit. Und solange ich mir das aussuchen kann, ist es die beste Arbeit, die ich machen kann und möchte. Du hast aber gerade gesagt, das habe ich doch jetzt noch zugehört, du liest selber gar keinen Horror und Fantasy. Was liest du denn? Also ich lese schon seit Jahren keine Horror, kein Fantasy, keine Science Fiction, bewusst. Einfach um den Kopf freizuhalten von aktuellen Ideen. Natürlich habe ich das früher alles gelesen. Alles, also wirklich, was, gerade was Elric war, Herr der Ringe, Conan, ja, es gibt Bücher zu Conan. Ja, das alles gelesen, alles toll gefunden. Aber heute, wenn du dich mit so vielen Stoffen beschäftigst, willst du was anderes lesen. Das heißt, gerne Poetry Slam Sachen. Ich nenne an dieser Stelle gerne wieder Thorsten Sträter, der lustige Texte hat. David Grashoff macht super Texte, Poetry Slam Leute, auch ein bisschen böse und ein bisschen dreckig, das kann ruhig sein. Auch mal wieder ein Klassiker. Ich empfehle von Bulgakov Meistern Margarita. Ganz grandios, ganz anders, auch fantastisch, aber viel abgefahrener. Sowas finde ich gut. Okay, interessant. Ich habe es eigentlich fast schon. Gibt es irgendwas, was dich an dem Zusammenleben, nenne ich es jetzt mal ganz blöd, zwischen dir als Autor und den Fans besonders freut? Gibt es irgendwas, was dich besonders aufbaut? Die Rückmeldung generell von den Fans, und das sind echt treue Fans, ist halt total spannend zu sehen. Irgendwo in den sozialen Medien, auch über E-Mails,
Und das ist spannend zu sehen, wie sie Projekte annehmen, dass sie auch überwiegend auch gespannt sind auf das Neue. Klar kommen die Standardfragen, deshalb habe ich vorhin gefragt, ist die Frage dabei, wann der nächste Zwergeband kommt? Die Frage kommt immer und ich bin den Fans unendlich dankbar, dass sie tatsächlich auch immer noch so dran sind und mitfiebern und warten, was als nächstes passiert. Aber genauso gibt es einen gewissen Prozentsatz, der sagt, was ist denn der nächste heiße Scheiß, was machst du denn jetzt oder ich mache noch was mit Vampiren oder denk dir mal was anderes aus. Und das ist spannend. Und das ist halt ein Feedback, da bin ich echt dankbar drüber. Ja, cool. Wunderbar. Ich glaube, dass... Ach so, doch, eine Frage noch. Eine haben wir noch. Nein, ich rede ab und zu mal gerne in die Kamera, weil ich das witzig finde. Kannst du ruhig machen. Läuft die überhaupt noch? Also da blinkt so ein roter Punkt. Schaust du dir manchmal Rezensionen, also Booktube-Rezensionen an oder sagst du, nee, lieber nicht? Doch, weil soziale Medien geben dir ja, also du kannst ja Filter einstellen, wem erzähle ich das, ne? Dass du Meldung kriegst, wann, wo, was irgendwie erschienen ist. Die checke ich gelegentlich tatsächlich. Nicht, um mich selber toll zu finden, sondern ich finde, als Autor habe ich genau das gleiche Recht wie Rezensenten, kritisch mit einer Rezension umzugehen. Das heißt nicht, dass ich eine Rezi blöd finde, weil sie mein Buch blöd findet, sondern ich möchte wissen, warum sie es blöd findet, wie sie es begründen kann und ob das stimmt. Es ist schon öfter passiert, dass Leute in Rezis, gerade auf diversen großen öffentlichen Plattformen, absoluten Unsinn in Bewertungen reingeschrieben haben, der hin und vorne nicht stimmt. Also Sachen bemängelt haben, die auch falsch sind. Und beim Lesen eines Dritten, der sich mit dem Buch noch gar nicht auskennt, einen völlig falschen Eindruck hinterlässt. Und das finde ich mies. Bücher sind immer subjektiv, deshalb jeder kann ein Buch gut oder schlecht finden, aber die Begründung meiner Ansicht muss halt stimmig sein. Und es darf halt kein Schwachsinn drinstehen. Also nichts Falsches. Wunderbar. Das war's schon. Vielen Dank. Gerne. Dann wird das ausgestrahlt. Dann könnten wir theoretisch auch noch, wenn du Zeit und Lust hast, über das nächste Projekt sprechen, das nächstes Jahr kommt. Ja, können wir gerne machen. Dann lass mich mal ganz kurz eine Ecke umbauen. Ja. Dein nächstes Projekt, dann erzähl mal. Ich stell jetzt keine dumme Frage, erzähl einfach. Also wie schon angedeutet, nächstes Jahr Vedora 2, das wird auch wieder im Sommer erscheinen, damit die Wüste passt ja sehr gut zur sommerlichen Temperatur. Aber in alter Tradition erscheint natürlich auch zur Buchmesse in Leipzig das nächste Buch. Und das wird heißen Des Teufels Gebetbuch. Und jetzt kommt die böse gemeine Frage, schon mal Karten gespielt? Schon mal Karten gespielt? Doch Uno. Spielkarten. Was glaubst du, wo die Spielkarte an sich herkommt? Das ist das Lustige. Ich kenne ganz viele Menschen, die Mau Mau gespielt haben, Kanasta, Bridge, Rommé, Poker. Dann fragst du, wo kommt die Spielkarte eigentlich her? Das sagen die meisten aus dem Geschäft. Das heißt, ja, prinzipiell schon, aber kulturhistorisch. Dann erscheint das große Fragezeichen. Und ich fand den Ansatz total spannend. Das Teufelsgebetbuch ist der Titel und das wiederum ist eine alte Bezeichnung aus dem Mittelalter für das Kartenspiel. Weil die ersten historischen Belege, da schlägt der Historiker mir wieder zu, die ersten historischen Belege über das Auftauchen des Kartenspiels in Europa stammen aus dem Jahr 1367. Vorher ist das Kartenspiel nirgends erwähnt. Und diese Erwähnung ist ein Verbot. Kartenspiele sind verboten worden, weil die Leute sich um alles gezockt haben. Haus, Hof, Vieh, Ackerland. Deshalb wurde es verboten. Und das war für mich der perfekte Ansatz zu sagen, im nächsten Roman wird ein Kartenspiel, ein altes Kartenspiel aus dem 18. Jahrhundert, eine entscheidende Rolle spielen. Es spielt zum einen in der Gegenwart und zum anderen in der Vergangenheit, wie ich das öfter mal gerne mache, wie bei Kinder des Judas. Und nähere Sachen über das Kartenspiel auch beleuchte, weil ich es total spannend finde. Weil die ganze Welt spielt Karten. Wenn du aber fragst, wo kommt das Kartenspiel eigentlich her, wissen es die wenigsten. Und das finde ich total spannend. Es wird ein Mystery-Thriller sein, ein Standalone, also keine Vampire, keine Werwölfe, nicht das Personal, das man von mir sonst so kennt. Aber die Thematik hat mich so geflasht und so spannend, wenn du anfängst zu recherchieren, was es da alles gibt. Man ahnt natürlich, das Kartenspiel hat besondere Kräfte, jede einzelne Karte hat besondere Kräfte. Und was passiert, wenn alle Karten in einem Spiel sind und damit gespielt wird? Spielkarten, das ist das Spannende, spielen oft Rollen in Romanen. Meistens sind es Wahrsagekarten, irgendwas. Oder es geht... Man denke an legendäre James-Bond-Pokerrunden als Beispiel. Das ist ja das Ding, was am häufigsten kommt. Karten haben immer eine bestimmte Rolle, auch in Romanen. Nur ich bin hingegangen und habe gedacht, ich beleuchte das jetzt zum einen historisch und ziehe das anders eben noch ein bisschen eben anders auf.
Und das war für mich die Herausforderung. Zum einen ein bisschen was zeigen, historisch. Und weil ich gemerkt habe, dass es unglaublich viel dazu gibt, gibt es sogar einen wissenschaftlichen Teil hinten, wo nur aufgelistet ist, rein historische Fakten, wie Kartenspiele früher hergestellt wurden, welche Verbote es gab, welche Probleme und so weiter und so weiter. Und warum? Dass Pik Ass die Todeskarte ist. Ui. Vielen Dank. Sehr gerne.